und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen in der Brick World. Und heute bauen wir weiter am Bahnhof. Vorher will ich mir aber noch zwei Sachen anschauen. Zum einen habe ich hier ein sehr gutes Schnäppchen bekommen. Und zwar Baseplates. Das sind, holen wir mal aus dem Karton. Sechs grüne Baseplates im relativ guten Zustand. Die haben ein paar Gebrauchsspuren. Aber man sieht sie ja in meiner Stadt eh nicht. Die werden ja unter den einzelnen Modulen verwendet. Und der Preis war einfach unschlagbar. Und zwar 2,90 Euro das Stück. Wenn man bedenkt, dass die neu 8 Euro kosten. Und wenn man ein gutes Angebot findet bei Amazon oder dergleichen für 5 Euro, war das ein wirklich gutes Schnäppchen. Können wir den nicht gebrauchen, um weiter Straßen zu bauen. Ansonsten habe ich das hier noch am Kiosk gefunden. Das neue Lego Avengers Heft. Mit Spider-Man, da können wir einfach schön reinschauen. Den können wir nämlich irgendwann auch noch in die Stadt einbauen. Ich öffne das hier mal. So. Und man sieht, wir haben hier unseren Spider-Man. Ich halte ihn mal ein bisschen näher in die Kamera. Und dazu gibt es noch einiges an diversen Netzteilen. Werden wir vielleicht nicht unbedingt heute in die Stadt einbauen, aber irgendwann demnächst. Könnte eine schöne Szene geben, wird man irgendwann im Video sehen. Wollte ich euch noch kurz zeigen, gibt es momentan am Kiosk für, ich möchte nicht lügen, 3,99 Euro. Also ungefähr der Preis von einer Lego-Mini-Figur aus den Päckchen. Und dafür bekommt man eine nette Figur. Und hier fliegen mir schon die ersten Steine runter. Und wen es interessiert, im nächsten Heft wird es tatsächlich Iron Man geben als Figur. Und danach, glaube ich, Captain Marvel. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich mit dem Bauen an und bauen erstmal auf der anderen Seite hier drüben. Schauen wir, ob ihr das gut sehen könnt. Ja, bauen hier weiter. So, jetzt sind wir hier drüben ein ganzes Stück weitergekommen. Die Seite sieht schon mal gut aus. Hier hinten bleibt das Ganze ja offen, weil hier ja das nächste Modul anschließen wird und hier in der Wand kommt. Und was wir jetzt weitermachen, wir drehen das ganze Modell jetzt gleich mal um, bauen hier hinten auf dieser Seite weiter und machen den Abschluss hier oben. Und dann schauen wir mal, ob wir die andere Seite auch noch anfangen. Oder was wir heute noch machen, ich werde mal schauen, wie es läuft. Wären wir jetzt, denke ich, für heute fertig. Die erste Seite des Portals steht. Ich drehe das Ganze mal ein bisschen.
Wir haben alle Steine eingebaut. Das gleiche bauen wir dann spiegelverkehrt nochmal hier drüben auf die Höhe. Und dann kommt hier unser Runddach. Dafür sind schon hier diese Teile angebracht. Daran wird dann das Runddach befestigt und auch damit gebaut. Ansonsten denke ich, das war's für heute. Stellen wir hier noch ein paar Figürchen hin. Der Bauarbeiter, der kann hier noch dabei stehen. Ansonsten denke ich, Spider-Man bauen wir gleich noch dazu. So. Und damit würde ich sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Design des Bahnhofs und wie es weitergeht. Wie gesagt, das hier wird nur das Eingangsportal. Das wird alles noch ein bisschen größer. Auch wenn wir hier schon ungefähr 2.500 Teile verbauen werden. Die Fliesen fehlen natürlich noch und ich muss mir noch was überlegen für den Bahnhofsvorplatz. Ich habe mir überlegt, dass wir hier vielleicht hier wieder ein bisschen aufreißen und ein bisschen so Brunnenelemente bzw. Wasserflächen mit einbauen. Das können wir ganz gut machen, ein bisschen tiefer gesetzt, da wir hier ein bisschen Platz haben mit der ganzen Brückhöhe. Und ansonsten wird es das nächste Mal wahrscheinlich entweder hier beim Bahnhof weitergehen oder wir beginnen hier drüben. Hier vorne vor der Straße wird nämlich ein Eingang in die U-Bahn gebaut. Ansonsten habe ich noch eine Idee für rechts neben dem Diner. Das habe ich jetzt schon im Digital Designer größtenteils designt. Die Steine muss ich noch bestellen. Dort wird nämlich eine Baustelle entstehen. Und zwar ein Gebäude, ein Geschäftsgebäude im Rohbau, in Fertigbetonbauweise. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen Teil der Straße sperren, um dann den Baukran dort hinstellen zu können. Wird auch ein größeres Projekt, wird dann über zwei Baseplates gehen, aber ich glaube, es wird ganz gut aussehen. Ansonsten nochmal zurück zu unserem Bahnhof, der ja übrigens ganz da hinten irgendwann stehen wird, wenn irgendwann ich dazu komme, die erste Holzplatte für die Stadt zu bauen. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede Meinung etc. Und wenn ihr irgendwelche Ideen, Tipps habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.